was scheint noch nicht geschafft zu haben. Ich werde dich. Bleib schön hier. Oder so. Renrock hat euch alle in den Untergang geführt. Tja. Da ist aber noch kein Gegner dran. Den Bossgegner. Wo bist du? Komm heraus. Nicht der beste Ort, so ganz ohne Begleitung. Den besten mitnehmen. Nativer Gefährten. Tja, ist ruhig hier. Revelio. Da ist noch eine Kiste. Ach, war das dich hier? Joa. Hier haben wir noch einen. Dann mal hin los. Ich kriege mir jetzt wirklich noch mal ein richtiges Duell zum Schluss. Das habe ich befürchtet. Da will ich auch wirklich gerade über den Berg rüberschweben. Das ist ja ein bisschen. Das ist dann schon ein bisschen extrem. Kopfkratz. Dann würde ich mal sagen, Banditenlager aufräumen und hoffen, dass das ein paar Erfahrungspunkte abschmeißt. Vielleicht finden wir auch noch irgendwo toll Versteck, was wir aufräumen können. Allein jetzt durch diese zwei, drei
Sachen, die wir jetzt noch gemacht haben, haben wir schon ordentlich was aufgeholt. Wieder mal auf Abenteuer. Anyone there? Wir haben jetzt schon durch die drei, vier berüchtigten Gegner, die wir besiegt haben, und die paar Lager, die wir ausgehoben haben, haben jetzt auch schon einige Erfahrungspunkte gesammelt. Können wir gleich nochmal drauf gucken. Das sieht, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht aus. Schaffen wir auf jeden Fall am Freitag. Würde ich mal mutig sagen. Und ich habe sogar schon einen Plan, was wir nächste Woche machen. Oh, ein Troll. Und dann kommt Mogwarts Legacy fertig. Was ein Troll. So, noch ein Sumpfkrabbler. Oh, Kacke. Das ist jetzt nicht so toll. Weil es gleichzeitig ist jetzt ein bisschen schwierig. Siegt oder was? Ist der Treue jetzt weg oder nicht? Ging nicht davon aus, dass aber die Klammer mal was bringt. Wo ist unser Freund der Treue? Haben wir ihn abgeschafft oder? Aus. Boah, ihr haltet was aus. Echt ein Bossgegner hier im Spiel. Dann kommt auch hier Bosskampfmusik. Okay, Trollpuppe. Scheint, jetzt hätten wir ihn wirklich besiegt. Da war der Klammer. Okay, ich wollte es mal ausprobieren. Jo, der hat sich eine hübsche Höhle gemacht. Dann haben wir doch gleich, haben wir schon die Hälfte. Naja, da bin ich doch optimistisch. Jetzt ziehen wir noch ein bisschen durch die Lande und vielleicht finden wir hier noch ein paar Totenschädel.
Wir noch ein paar Gegner ausschalten. Ansonsten hier mal ein paar Lager aufräumen. Dann wird das schon. Da machen wir was draus. Da sehen wir es, 33. Wir haben es jetzt schon in der letzten halben Stunde, aber das ist. Vielleicht haben wir, vielleicht spielen wir es am Freitag nur ein Stündchen oder so. Und dann haben wir es fertig. Ja, wir sind auch wirklich, also Prüfung Merlin könnten wir auch noch machen. Das würde noch anstehen, das könnte man noch sich in dem Spiel vornehmen. Aber wir haben hier keine Sidequests mehr auf der Marke. Wir haben keine. Es sei denn die Flugsache noch, das können wir uns morgen im Stream nochmal an die beiden Sachen trauen, an die Flug-Challenge und an die Akio-Sache dort in Hogwarts. Das wäre eine Sache, die man versuchen könnte, die man noch machen könnte. Im Raum der Wünsche würde ich noch mal vorbeischauen, aber ansonsten ist das dann auch, sobald wir Level 34 erreicht haben. Ich meine, das Arkion, das Flug muss jetzt nicht unbedingt ist. Ich fühle mich auch dann jetzt schlecht, wenn wir es nicht schaffen. Daher. Ich finde noch irgendwo ein Fopper. Im Fopper war das haben wir auch noch nicht gefangen. Begreifbar. Nehmen wir doch gleich den nächsten Boss. Ja. Hier sollte ich mich lieber nicht allein erwischen lassen. Sechseinhalb Stunden später. Ich bin bereit. Danke. Erwischt. Das ist schon viel besser. Was? Du musst doch ziehen. Zu schwer.
Türken, wenn ich das so sagen darf. Nice. Puh. Nach 100 Versuchen. Gefühlt wahrscheinlich in echt auch wirklich so. Die Strecke ist barbarisch. Das war gar nicht schlecht. Beeindruckende Arbeit, aber freu dich nicht zu früh. Ich hole dich sofort wieder ein. Meine Familie wird es nicht glauben, wenn ich ihnen davon erzähle. Sie sind fast so ehrgeizig wie ich. Fast. Hat absolut gar keinen Spaß gemacht. Liegt Ehrgeiz bei euch in der Familie? Kann man so sagen. Mein Großvater spielte Quidditch für Eintracht Pfützensee. Und mein Vater? Naja, er war jeder Slytherin. Musste aber aufhören, als ein Fluch sein Knie ruinierte. Eintracht Pfützensee. Er meint, es war der Gryffindor-Treiber. Und ich verliebte mich ins Fliegen, als ich zum ersten Mal den Boden unter meinen Füßen schwinden sah. Es ist die Freiheit, die du auf dem Besen empfindest. Seither konnte ich nicht mehr aufhören. Fliegst du diese Strecken weiterhin? Ich fliege selbst, will ja nicht einrosten, aber mit Wettflügen gebe ich mich nicht ab. Du kannst es gerne auch versuchen. Jedenfalls hoffe ich, wir können bald mal wieder fliegen. Nicht so unbedingt. Ich nehme an, du willst für ein Team spielen. Aber welches? Und welche Position? Ich bin die Tochter meines Vaters, die geborene Jägerin. Wenn Black Quidditch nicht abgesagt hätte, wüsstest du das. Was Mannschaften betrifft, ich träume immer von den Holyhead Harpies. Nach der Schule werde ich es versuchen. Wenn sie mich aus irgendeinem Grund nicht nehmen, dann weiß ich auch nicht weiter. Vielleicht entscheide ich mich dann für Kräuterkunde. Wenn es wirklich so kommt, kann ich genauso gut eine Alraune werden. Ich würde einfach nur noch schreien. Na dann, wünsche ich viel Glück. Es hat Spaß gemacht, mich mit dir zu messen. Nein, das finde ich auch. Nicht. Es ist wirklich schön, dass du hier bist. So nicht schlecht für Hufflepuff. Für Hufflepuff, was soll das heißen? Sloan. So, Albie Weeks. Das war wohl Mr. Weeks bisher beste Verbesserung. Dann haben wir die Quest endlich auch mal geschafft. Mit Summon noch. Jetzt haben wir hier Akkuduell noch mal zu schaffen und die Monde. Ja, ich weiß nicht. Mal schauen. Vielleicht auch nicht. Haben wir eigentlich schon Alohomora 3, meine ich? Bin mir da gar nicht sicher. Ach so. Fliegen können wir nicht, weil die Barrikade im Weg ist. Hogsmeade. So. Wo ist denn der Besentyp? Hier ist er. Na dann, Flugflammer. Okay, auf zu Albie Weeks. Okay, bei mir hat's es endlich einen Patch gegeben. Der Patch wurde installiert. Und ich musste dafür auch noch mal ein Treiber-Update machen. Ich würde gerne behaupten, es würde flüssiger laufen. Also das Besenrennen gerade, das war schon nicht übel. Das lief flüssiger als wenn versuchen dazu davor, aber. Hallo Homora. Ich meine, es wackelt jetzt hier in regelmäßigeren Abständen. Es ruckelt. Unauffälliger, würde ich sagen. Revelio. Demigas-Figur meine ich nicht zufällig. Das ist ein Schluss.
Natürlich. Wir sind schon in Hogsmeade. Wir müssen mal Sachen verkaufen. Okay, was soll denn der Blödsinn? Und schon habe ich schon alle. Ja. So, Abby Weeks. Jetzt haben wir uns ein bisschen verrannt. Wo bist du, Besenverkäufer? Ein Gellern hier. Wie geht's meiner Lieblingstestpilotin? Hallo nochmal, Mr. Weeks. Ich habe den Rekord auf dem Südkurs gebrochen. Fantastisch! Der Besen flog also gut? Die bisher beste Verbesserung. Er fliegt wunderbar, extrem wendig. Aber bei dem Tempo, das er jetzt erreicht, spüre ich den Wind unter dem Sitz. Er verhindert, dass er sein volles Potenzial entfaltet. Natürlich! Das hätte ich mir denken können. Genau die Art von Bericht, die ich von Ihnen erwartet habe. Ha! Endlich weiß ich, wie meine letzte Verbesserung aussehen muss. Was werden Sie nach der letzten Verbesserung machen? Ich will Spindwitches zum beliebtesten Geschäft in Hogsmeade machen. Und ich würde gern mal wieder auf einen Besen steigen. Für den Nervenkitzel. Ich könnte nicht zufriedener mit unseren Verbesserungen sein. Wieder den Pessimisten. Die harte Arbeit hat sich gelohnt. Ich freue mich auf unser Wiedersehen. Ich schicke Ihnen eine Eule, sobald ich fertig bin. Und nochmals, vielen Dank. Du brauchst dafür gewöhnlich zwei Ohne Sekunden. Ohne Sie hätte ich das nicht geschafft. Dem ist die Grenze abgeschlossen. Schön für Mr. Weeks. Mr. Weeks und ich sind ein gutes Team. Ich laufe mal ein bisschen vor dem Laden umher. Wie schön, Sie wiederzusehen. Na, wonach suchen Sie heute? Okay, noch keine Verbesserung. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Okay, das würde auch sagen. Dann lass mal es mal Tag werden. So viel zum Thema Tag. Ihretwegen wurde Theo. Ah, wie schön, Sie wiederzusehen. Noch nicht. Ich würde jetzt ungern zum Akku-Spiel gehen und dann. Weil wir können es auch erstmal verkaufen. Die Klamotten. Wir können ja welche gebrauchen. Na, wonach suchen Sie heute? Die werden wahrscheinlich eh für die Erneuerung ein Geld brauchen. Die wird nicht billig. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. So, 24 Stunden reichen die. Die Fertigstellung des Besens. Nicht in Ordnung gucken, ob man noch Türen finden. Um zu schauen, ob ich Alohomora schon kann. Die dritte Stufe. Ich habe es auf jeden Fall irgendwo Türen, die auf Stufe 3 waren. Ich glaube, ich gehe nochmal hier in die Ecke. Jetzt ist aber aufgepasst. Ich habe etwas gekauft, das die Vogel Blaue nennen. Einfach herrlich.
Stufe 3, okay. Haben wir noch nicht, da müssen wir Team-Guys-Figuren sammeln. Katze. Müssen wir doch noch. Müssen wir doch noch das gute Spiel machen. Für die Verbesserung. Ihretwegen wurde sie. Ah, wie schön, Sie wiederzusehen. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Gut, dann mach ich mal das. Des Dingens. Erstmal Katze streicheln. Wehe, ich tauche beim Brett auf und das Ding ist fertig. Das ist. Ach, da können wir laufen. Den Weg noch kurz. Können wir austesten. Was der Patch, der neue Treiber, so kann. Ob es jetzt weniger ruckelt. Also bisher würde ich sagen, weniger. Warte ab, bis wir Hogwarts drin sind, aber ich denke. Sichtbar flüssiger. Würde ich behaupten, mal ganz wirklich. Es war ja wirklich manchmal schlimm. Ich kann Hogsmeade und Hogwarts. Ich glaube, da hat der Patch ganze Arbeit getan. Ich will den Tag nicht vorm Abend loben, aber. Außerhalb von Hogsmeade und Hogwarts. Und Hogsmeade hat es auch gerade nur. Wer hier wohl gelebt hat. Da hat es schon deutlich geguckt, definitiv. Schade, dass das Spiel schon fast vorbei ist. Dass wir jetzt in den letzten Zügen sind. Hätte ich früher gebrauchen können. Aber was soll's? Das ist da. Ist nicht zu ändern und ich hoffe, es wird trotzdem erträglich. Man konnte drüber weggucken, hoffe ich, als Zuschauer. Ich konnte drüber weggucken, war schwierig, aber ja. Es hat es nicht unspielbar, ich sag mal so, es hat das Spiel nicht unspielbar gemacht. So ist es nicht. Es war schon störend, aber. Ja. Das Spiel ist geil genug, dass man das, dass man den. Dass man da beide Augen fest zudrücken kann. Hörst du mal. Das ist, da war ich oft genug bereit. Drüber hinweg zu sehen. Ah, oh Gott. Willkommen nach Hogwarts rein und zwingt. Zwingt an zu rückeln. Aber auch nicht, also bis jetzt. Nicht dramatisch. Warum holst du nicht einfach einen Schnatz von drinnen? Wie ich schon sagte, ich kann einen verwandeln. Oha, die Tür geht sofort auf.
Und fallen nicht durch den Boden. Ach so, wir wollen gar nicht rein. Wir wollen zu dem Spielbrett. Ach, das ist die. Aber sollte das nochmal passieren, drohen weitaus schlimmere Strafarbeiten. Ja, Madame. Ein toller Einsatz für den Sport. Ich sagte doch, dass sie gut ist. Du solltest sie mit einem Kochtopf sehen. Rasko, Moment. Okay. So, auf zum Artio-Spiel. Was haben wir hier für eine Tür? Können wir die betreten? Nein. So, Mitschülerin. Hallo Charlotte, liefern wir uns ein Artio-Duell? Du verlierst wohl gern was? Wollen wir dann? Schaut ganz aus. Natürlich, ich schmerze euch wieder zusammen. Möge der beste Beschwörer gewinnen. Das kriegen wir auch irgendwie hin. Genau wie geplant. So, na komm. Na, bleib drauf. Aha, sehr gut. Oh, da soll mich doch ein Billywig stechen. Sowas schaffe ich nie. Aber sehr nah am Rand. Schubst mich nicht runter, Charlotte. Genau wie geplant. So, ich glaube, hier sind wir safer. Der Seite. Und loslassen. Na komm, rennen. Ja, nice. Nette Technik. Akio! Wir gewinnen das hier tatsächlich. Ist ja unglaublich. So, was machen wir hier jetzt damit? Ich will die nicht zu den Roten darüber locken. Dann schubsen wir noch die Roten rein. Ich mach's mal von hier. Na komm, wenigstens. Egal, wir haben eh gewonnen. Welch Eleganz. Raffiniert. Nur zu 10 zu 90. Du bist gut. Gewonnen. Wenn ich es nicht schon vorher mal ausprobiert hätte, würde ich sagen fürs 2. Ich kann zugeben, wenn ich geschlagen bin. Naja. Wo hast du gelernt, so zu spielen? Ja, ich übe so oft wie möglich. Übung, was? Kann ich ja mal probieren. Tja. Jetzt Übung bleibt nur noch den Kleister, letzter Gegner. Meister. Ich will nicht zu viel verraten, aber er ist nicht ohne Grund der Beste. Können wir jetzt gegen ihn kämpfen? Ich bin beeindruckt von unserer Leistung. Alter. Diese Aufrüstung ist besser, als ich es erwartet Albi. Hatte. Schauen Sie mal bei Spindwitches vorbei. Dann machen wir uns mal wieder zurück.